Überraschende Babünes von Susan Sideropoulos. Die ehemalige GZSZ-Schauspielerin verkündet ihre Schwangerschaft in der aufregendsten Show des Jahres. In der brandneuen Sendung Die Verräter, Vertraue niemandem, stürzen sich 16 Prominente in ein französisches Schloss, um ein nervenaufreibendes Spiel zu spielen. Moderatorin Sonja Zietlow wählt drei Verräter aus dieser illustren Gruppe aus. Die übrigen KandidatsternInnen sind loyal und müssen herausfinden, wer die Verräter sind. Nur wenn sie am Ende alle Lügen aufdecken, gewinnen sie den Jackpot von 50.000 Euro. Neben Prominenten wie Anna-Karina Wojcik, Pascal Henz und Ulrike von der Gröben betritt auch Susan Sideropoulos die Bühne dieser aufregenden Show. Doch bereits zu Beginn überrascht sie alle mit einer sensationellen Enthüllung. Bevor Sonja die Verräter auswählt, lernen sich die TeilnehmersternInnen erst einmal bei einem Glas Sekt kennen. Ich bin wirklich gespannt auf dieses Spiel. Ob ich ein guter Lügner bin? Im echten Leben lüge ich nie, gesteht die ehemalige GZSZ-Darstellerin in der ersten Folge, die bereits jetzt auf RTL und verfügbar ist. Doch dann testet sie ihre Lügenkünste gleich mal aus, ich nehme lieber Orangensaft. Ich bin schwanger, platzt es aus ihr heraus. Wirklich? Fragt Quizmaster Sebastian Klussmann nach. Princess Charming Irina Schlauch dagegen glaubt ihr sofort. Doch wenig später lüftet Susan das Geheimnis, ich wollte nur kurz sehen, wie gut ich lügen kann. Ihr habt es mir wirklich geglaubt. Vielleicht steckt in mir doch eine begabte Lügnerin. Ob Susan dieses Talent auch im Verräter-Spiel einsetzen wird? Oder gehört sie zu den Loyalen? Das alles erfahrt ihr ab dem 20. September um 20:15 Uhr bei RTL oder schon jetzt auf RTL+.